Hey Leute, in diesem Video habe ich was ganz Besonderes mit euch vor, denn wir sind hier in Hannover-Isernhagen. Hier entsteht auf 250 Quadratmetern der neue e-scootershop.com. Feinste E-Roller und E-Scooter, und wir dürfen heute als einer der ersten einen Blick in den neuen Store werfen. Und dazu konnte ich mir den Schlüssel ergattern und würde sagen, kommt mit! Nein, ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern ich bin verabredet mit Stefan, dem wichtigsten Mann hier vom E-Scooter-Shop. Moin Henne. Grüß dich, hi. Herzlich willkommen im E-Scooter-Shop. Danke. Und euch auch herzlich willkommen. Ich arbeite ja schon seit längerer Zeit mit dem e-scootershop.com zusammen. Damals zum ersten Mal gesehen haben wir uns, glaube ich, in der Goseriede im Zentrum von Hannover. Genau, es war ziemlich genau 2018. Ach krass. Da bin ich erst gestern drauf gekommen, weil wir diesen Scooter dahingestellt haben, unser Wacken-Scooter. Da steht es ja auch drauf, 2018. Genau, und das war quasi das erste Modell, was wir verkauft haben. Der war noch ohne Straßenzulassung, was natürlich auf dem Festival scheißegal war. Ja, natürlich. Und dann hat sich ja einiges auch bei euch getan. Ihr seid dann, glaube ich, in die Fußgängerzone gewechselt. Genau, wir sind dann zu Found und haben dort eine kleine Ausstellungsfläche. Klein, aber fein, sind 15 Quadratmeter, dann haben wir 10, 12 Scooter stehen. Für Probefahrten auch so ein bisschen. Probefahrten ist begrenzt, man kann durch den Laden fahren, das ist okay. Ja, okay. Fußgängerzone lassen sie einen gar nicht raus, glaube ich zumindest. Nee, würde ich auch nicht. Da rate ich auch von ab, ihr wisst ja, ne? Und so. Deshalb finde ich es richtig cool, dass wir jetzt hier auch noch einen Laden auf der grünen Wiese haben. Denn hier kann man alles ausprobieren. Richtig, hier haben wir schön viel Platz. Hier ist sogar ein Privatgelände, das heißt, wir müssen auch nicht jedes Modell zulassen, was hier gefahren wird. Ist super. Ja, sehr cool. Wie ist es denn bei euch hier mit den Marken? Was bietet ihr hier vor Ort an? Wir haben grundsätzlich, eigentlich war schon immer so unsere Philosophie, wir haben nur die Premium-Hersteller bzw. die, die auch wirklich einen guten Support bieten. Mhm. Also sprich, wir haben hier Street Booster, wir haben E-Power Fun, Trittbrett natürlich, E-Grid schon immer seit der ersten Stunde. Segway haben wir an Bord. Und dabei für mich hier ganz besonders interessant, die nicht straßenzugelassenen Modelle der P100S, vollgefedert, den würde ich richtig gern auch hier mit Zulassung sehen. Und dann natürlich der Racing E-Scooter GT2P, eine richtig krasse Maschine, über 70 km/h. Da konnte ich nicht die Hände von lassen, das musste ich natürlich gleich alles erstmal ein bisschen ausprobieren. Ja, und dann hier die großen Roller, 45er, aber auch 25er Mofas, auch das eine Fahrzeugklasse, die auf meinem Kanal bislang relativ zu kurz kam, aber sicherlich dennoch eine Menge Spaß bringt. Ja, auch das habe ich mir natürlich so ein bisschen angeschaut. Und dann gibt es hier im E-Scooter-Shop natürlich auch noch das Zubehör für einen guten Start und für alle, die neu im Thema sind, natürlich auch eine gute und ausführliche Beratung. Stefan, erzähl mal, welcher E-Scooter ist eigentlich dein ganz persönlicher Favorit? Es ist tatsächlich aktuell der E-Grid X. Ah ja, hier steht er ja auch. Genau, und zwar hauptsächlich erstens wegen des Designs, na klar, aber auch wegen der großen Reifen. Er lässt sich unglaublich komfortabel fahren. Wir haben hier viele Feldwege. Ja. Deshalb ist das richtig cool. Und der hat auch einen richtig krassen Bremsweg, ne? Durch die hydraulischen Bremsen. Das war bei uns im Test knapper Meter, also das war heftig. Ja, ist mega krass. Das steht. Ja. Also, ne? Ich habe Philipp versprochen von E-Grid, dass wir dieses Podest noch sauber machen. Oh, das war nichts, ne? Nee, sorry Philipp und Grüße an E-Grid. Machen wir nächstes Mal besser. Und das ist vielleicht jetzt auch schon das richtige Stichwort, denn bald ist ja hier die offizielle Eröffnung und da komme ich natürlich auch vorbei. Unbedingt. Und dann möchte ich für euch eines der Fahrzeuge hier ausprobieren. Wir haben uns drei überlegt, die wir euch zum Voting stellen wollen. Welche sind das? Ja, und zur Auswahl stehen zum einen der Segway Ninebot GT1D im Vergleich mit dem... Mit dem GT2P. Richtig. Oder aber der Segway P100S, ein E-Scooter, der aus meiner Sicht gut auf den deutschen Markt gepasst hätte. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann noch einen 45er Roller für euch im Angebot, auch von Segway. Ja, nehmen wir doch den E125. Ja, das klingt gut. Ich würde sagen, das ist aber keine Segway-Verkaufsshow, müssen wir dazu sagen. Das stimmt. wir haben da tatsächlich auch lange überlegt. Die anderen Fahrzeuge habe ich nämlich überwiegend schon für euch getestet. Deswegen haben wir uns jetzt für Fahrzeuge entschieden, zu denen es noch nicht so viele Videos gibt und die aus unserer Sicht durchaus interessant sein können. Definitiv. Ne? So, was hatten wir jetzt? Wir fassen nochmal zusammen. Segway E-Roller, Segway GT1D oder aber den P100S. Das Voting findet ihr direkt im Anschluss an dieses Video in der Community. Und ansonsten würde ich sagen, kommt einfach mal hier vorbei, checkt den Laden aus. Ich schaue mich jetzt hier noch ein bisschen im Laden um, probiere das ein oder andere Fahrzeug aus. Ja, und das würde ich auch euch empfehlen. Öffnungszeiten? Am besten schaut ihr einfach mal auf unserer Webseite, weil im Moment variieren sie noch ein bisschen. Ja. Das wird sich irgendwann einspielen, aber im Moment. In diesem Sinne, ich danke dir für den Einblick. Ja. Schau dich ganz in Ruhe um. Ja, das wenn du Fragen hast, wende ich mich vertrauensvoll an dich. Aber ich glaube, ich frage dich lieber. Ja, schauen wir mal. Mit den Namen haben wir es ja nicht so, haben wir schon gemerkt. Ja, euch danken wir fürs Zusehen.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst ein Abo da, vergesst das Like nicht. Und dann sehen wir uns schon ganz bald hier zu einem neuen Video bei Hentec. Ciao. Viel Spaß und kommt vorbei. Ja gut, war schön, Gott. Ich würde sagen, reicht. Ne? Wird nicht besser, ne? Ach so, schon wieder. Hast du wieder gezittert, hätten wir den Anti-Zitter-Modus. Das ist echt verdammt. Ich habe das noch nie gemacht, ne? Nee.